Oliver Gut bricht das Eis. Ja, hallo Herr Vogel, ich schaue gleich ganz weit nach vorne. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, definieren Sie mir doch nach der vergangenen wunderbaren Saison mit all den Titeln, was wäre denn jetzt eine erfolgreiche Saison nach Ihrer Definition? Völlig unerwartet kam die Frage. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ja, ich meine, einfach machen wir es so. Die einfache Antwort ist, Status quo ist erfolgreich. Aber das ist natürlich, man muss auch dazu sagen, zu einem Cup-Sieg, das sind nur K.O.-Spiele, gehört auch immer das Quäntchen Glück. Wir hatten es zum Beispiel auch im Finale. Also insofern ist das vielleicht, ja, sehr waghalsig da jetzt zu sagen, wenn wir den jetzt nicht gewinnen, ist es wenig erfolgreich gewesen. Es kommt auch immer auf die Spiele drauf an. Die Meisterschaft ist doch ganz klar, dass die Ziele für den FC Basel immer so definiert sind. Und da ist unabhängig, ob da jetzt Mediensprecher Josef Zintel oder was weiß ich wer sitzt, ein Trainer Heiko Vogel oder wer das auch immer ist, die Ansprüche zum jetzigen Zeitpunkt des FC Basel sind immer dieselben. Die sind selbstredend. Und was das internationale Geschäft angeht, ist es mit Sicherheit auch so, dass man eine Qualität hat, mit der man davon ausgeht, dass wir eigentlich wieder die Gruppenphase anstreben. Aber auch da sind wir darauf angewiesen, dass wir das notwendige Glück zum günstigsten Zeitpunkt haben. Wovon im Vergleich zur letzten Saison haben Sie in Ihrem Kader jetzt mehr und wovon möglicherweise weniger? Sehen Sie da irgendwo Unterschiede, dass sich etwas verschoben hat? Was wir definitiv mehr haben, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zum letzten Jahr, ist Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist, glaube ich, im modernen Fußball, im aktuellen Fußball, glaube ich, einfach sehr entscheidend, weil das stressbedingt beim Gegner. Und so, das ist schon mal, das haben wir mehr. Ansonsten, glaube ich, sind wir ebenso wie letztes Jahr sehr, sehr ausgewogen. Und dann schauen wir mal. Heiko, kannst du vielleicht schon etwas dazu sagen, wie du die Rollenverteilung im zentralen Mittelfeld siehst, Diaz und Yapi, weil beide sagen, sie sind eigentlich so die Spieler, die gerne den ersten Pass von hinten rausspielen. Du müsstest dich dann ja irgendwie entscheiden, wer dann ein bisschen hängend spielt, wer ein bisschen offensiver. Hast du da schon eine Idee? Hab ich. Kannst du die auch ausführen? Kann ich. Ja, ist ja schön, eben sehr gut formuliert. Und das kann ja zur Stärke werden. Das ist einfach, dadurch wird man vielleicht für den Gegner auch ein Stück weit unberechenbarer, weil ich zwei Spieler habe, die gerne die Bälle abholen und gerne das Spiel gestalten. Das ist mit Sicherheit für den Gegner dann schwieriger zuzustellen, weil sie sich auf zwei fokussieren müssen und nicht nur auf einen. Insofern ist das für mich ein Segen. Und für den Gegner könnte es vor Probleme stellen. Deswegen möchte ich da überhaupt keine Hierarchie festlegen, sondern einfach dieses Abenteuer zulassen. 48 Stunden vor dem ersten Spiel, Kopfzerbrechen bereitet mir gar nichts, weil Kopfzerbrechen habe ich dann, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, das vielleicht nicht planbar, nicht absehbar ist, also sprich der Zufall. Und Zufälle haben wir so gut und so weit in dieser Vorbereitung ausschließen können durch unsere Planung. Es war uns klar, dass ein Marcelo Diaz, dass ein Gaston Sauro sehr spät zur Mannschaft hinzustoßen, das ist mit Sicherheit kein Vorteil. Ich hätte es auch lieber gleich zu Beginn gehabt, um gewisse Mechanismen und Automatismen einzuspielen. Aber das haben wir gewusst. Und insofern, alles, was man weiß, darauf kann man sich einstellen und da muss man das Beste draus machen. Deswegen habe ich auch kein Kopfzerbrechen. Und ich habe auch gewusst, dass Olympia ansteht. Das war klar, dass wir da gewisse Zugeständnisse machen müssen. Aber ist ja auch in erster Linie ein großes Kompliment an die Spieler, dass sie befähigt werden von einem Auswahltrainer, an Olympia teilzunehmen. Das machen sie ja nur bei guten Spielern. Also es gibt ja keinen Auswahltrainer, der sich sagt, komm, jetzt hole ich mir mal die zweite Reihe, sondern er holt sich ja gute Spieler. Frage ich nochmal allgemein nach, weil
dir bezüglich der Konkurrenten noch keine Gedanken gemacht hast. Wie beurteilst du denn so Transfers wie beispielsweise von Gattuso? Findest du das toll, dass ein Spieler in die Schweiz kommt? Wertet das die Liga auf oder ist es eher einer, der ja, jetzt hier noch seine Karriere ausklingen lassen will? Also ich freue mich riesig auf den Gennaro Gattuso. Ich fand ihn schon bei AC Mailand, da habe ich immer gern zugeschaut, weil ich ihn als Trainer dann auch bewundert habe. Und da habe ich gesagt, so ein Spieler in der Mannschaft zu haben, ist was Schönes, weil er einfach sehr, sehr unangenehm ist für den Gegner und vieles verkörpert, was ein Trainer eben ein Stück zur Hilflosigkeit verdammt an der Seitenlinie, diesen Biss mitzubringen, vielleicht auch in gewissen Situationen aufmunternde Worte, mitreißende Worte zu finden. Und das ist was Schönes. Und ich glaube, dass die Schweizer Liga überhaupt nicht aufgewertet muss, sondern die ist gut. Und ist vielleicht in der Außenwahrnehmung in Europa, kommt sie viel, aus meiner Sicht viel zu schlecht weg. Ja? Und bin natürlich bedingt durch die letzte Saison auch, aber FC Sion hätte es rein sportlich, wären die in der Europa League. Die hätten keinen geringeren ausgeschaltet als Celtic Glasgow. Und das sind Dinge, die nur auf dem grünen Rasen passiert sind. Alles andere interessiert mich nicht. Also die Schweizer Liga muss sich überhaupt nicht aufwerten lassen, sondern die ist gut. Aber natürlich ist jeder Spieler eines Schlages von Gennaro Gattuso, Weltmeister, ist natürlich auch willkommen. Ja? Ich glaube, dass das auch vielleicht ein bisschen Publicity ist, ein bisschen das, was der Liga vielleicht da noch fehlt, haben wir jetzt.